Ja, servus, schon wieder mal. Es geht gleich direkt weiter mit Aufgabe 2 der 2019er BWR-Abschlussprüfung. Wir starten los. Bei der 211 hattet ihr oder habt ihr momentan einen Infotext vorliegen. Der ist überschrieben mit die größten Robotermärkte, die größten Robotermärkte. Jedenfalls musste man bei der 211 die Anzahl der verkauften Roboter des Jahres 2016 herausfinden. Das Ganze geht, indem man den vermehrten Grundwert anwendet. Denn hier heißt's, dass 2017 295.104 Roboter verkauft wurden. Und das seien 16% mehr als im Vorjahr. Bedeutet, dass der vermehrte Grundwert eben 295.104 ist. Und zwar ist es der 2017er Wert und 2016 ist eben der Grundwert. 100%, aber den müssen wir berechnen. Wie geht das Ganze? Auch hier wieder würde ich euch sehr empfehlen, den ganz einfachen Dreisatz anzuwenden. Und zwar das, was dem Gesuchten, in dem Fall hier x, diagonal gegenübersteht. Dadurch wird geteilt. Die anderen beiden Werte multipliziert ihr einfach. Schaut dann so aus. Im Taschenrechner einfach eingeben 100 mal 295.104 geteilt durch 116. Wenn ihr das tut, kommt diese Zahl hier raus, 254.400. Das sind die verkauften Roboter des Jahres 2016. Noch ein kurzer Antwortsatz, würde uns Wirtschaftslehrer natürlich sehr freuen. Und zwar könnte der lauten 2016 wurden weltweit 254.400 Roboter verkauft. Bei der 212 wollten die Autoren der Abschlussprüfung von euch wissen, welche Branchen denn vor allem Roboter kaufen. Und zwar auch im Infotext steht, dass das die Automobilindustrie und die Elektronikbranche sind. Man könnte dann zum Beispiel schreiben, die Elektrobranche und die Automobilindustrie tragen am stärksten zur Nachfrage nach Industrierobotern bei. Warum nicht? Die 2.2 war dann ein erster Buchungssatz beim Anlagenkauf. Dazu ist wirklich immer zu beachten, dass es sein kann, dass Installations- also Aufbaukosten aktiviert werden. Was das bedeutet, seht ihr jetzt. Auf dem Konto Maschinen und Anlagen 0700 kommt nämlich nicht einfach nur der Listenpreis von 142.700 Euro drauf, sondern wir aktivieren die 1.600 Euro netto, steht auch im Text, für Aufbau und Installation. Bedeutet, man nimmt diese 1.600 Euro und schmeißt sie einfach mit auf die 142.700 Euro drauf. Das bedeutet aktivieren, weil nämlich das Konto 0700 ein aktives Bestandskonto ist. Deswegen heißt das Ganze aktivieren. Ja, natürlich müssen wir die Vorsteuer verbuchen, weil es ein ganz normaler Kauf ist. Die müsst ihr berechnen. Da gebt ihr im Taschenrechner einfach 144.300 mal 0,19. Dann kommt ihr auf die 27.417 Euro. Natürlich im Soll, weil die Vorsteuer ja mehr wert ist, ein aktives Bestandskonto. Und wir verbuchen das Ganze an Verbindlichkeiten, denn es heißt hier, dass uns eine Eingangsrechnung vorliegt und Eingangsrechnungen, wie im ersten Video schon gesagt, liegen erstmal eine Zeit lang bei uns im Büro rum und werden nicht sofort bezahlt. Deswegen machen wir Schulden, deswegen Verbindlichkeiten. Die schwierigste Aufgabe hier, auf jeden Fall weit schwierigste Aufgabe, ist der Barverkauf einer alten Maschine, und zwar in dem Fall eine Klebepresse. Warum Barverkauf? Naja, weil euch eine Quittung vorlag oder vorliegt und Quittungen sind immer Barkäufe oder Barverkäufe. Heißt also, das Konto Kasse kommt ins Spiel. Woher weiß ich jetzt, ob ich hier verkaufe oder kaufe? Naja, ich schaue mir einfach die Quittung genauer an und sehe bei Unterschrift des Empfängers oder Stempel, da ist der Erwin Schleicher Sneaker eingetragener Kaufmann e.k. drin. Und der dort drin steht, das ist das Eck rechts unten in der Quittung, der ist immer der Begünstigte, sagt man, also derjenige, der das Geld bekommt, also der Verkäufer der Maschine in dem Fall. Gut, wie viel bekommen wir denn in unser Kassenkonto? Naja, 714 Euro ist der Bruttowert in dem Fall und gezahlt wird immer brutto, deswegen 2880 Kasse, 714 Euro. An! Ja, jetzt kommt ein interessantes Konto ins Spiel.
Dieses Konto 5410 könnt ihr euch vorstellen wie einen Parkplatz. Das brauchen wir in dem Fall für den zweiten Buchungssatz nachher. Und zwar nennt sich das Ganze, muss ich kurz nachschauen, Erlöse aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen. Deswegen Parkplatz, weil in dem Fall uns noch nicht klar ist, ob wir jetzt eigentlich einen Gewinn erzielt haben beim Verkauf dieser Maschine oder einen Verlust. Das stellen wir gleich erst fest. Jedenfalls wissen wir, dass wir ja 600 € netto bekommen, also buchen wir das schon mal auf dieses Ertragskonto. Und außerdem, es ist ein Verkauf, deswegen 4800 Umsatzsteuer im Haben auch, und zwar diese 114 €, die auch der Quittung zu entnehmen sind. Könnt ihr einfach nachschauen, müsst ihr nichts rechnen. Gut, jetzt kommen wir dazu, warum EAAV ein Parkplatz ist, und zwar, weil ihr im zweiten Buchungssatz, und in dem Fall heißt es auch in der Aufgabe tatsächlich, bilden Sie die Buchungssätze, heißt also Plural. Ihr müsst eben zwei Buchungssätze machen bei so einem Anlagenverkauf. Und diesen Parkplatz, also diese 5410 EAAV, die lösen wir jetzt wieder auf. Also das, was gerade im Haben gebucht wird, wurde, buchen wir jetzt einfach im Soll, die 600 €. Das ist tatsächlich immer so. Der zweite Buchungssatz beginnt immer mit EAAV und man nimmt einfach den Betrag aus dem oberen Buchungssatz mit und streicht den oder storniert den quasi wieder, indem man auf der Sollseite statt auf der Habenseite gebucht. Auf der Habenseite in diesem Buchungssatz seht ihr das Konto 0700 Maschinen. Das ist deswegen 1 €, weil es hier heißt, dass die Maschine nur noch mit 1 € Erinnerungswert zu Buche steht. Also in unserer Bilanz taucht die Maschine nur noch mit 1 € auf. Den Wert buchen wir jetzt aus, weil ja die Maschine aus unserer Bilanz verschwindet. Heißt also, aktives Bestandskonto im Haben wird weniger. Und jetzt wissen wir, ah cool, wir haben Gewinn gemacht, denn wir haben ja die Maschine für netto 600 € verkauft, aber sie war nur noch 1 € wert laut Bilanz. Und deswegen haben wir 599 € Gewinn gemacht. Und diesen Gewinn, den verbuchen wir auf das Konto 5460 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Also wohlgemerkt, Erträge ist diesmal das Wort und nicht mehr Erlöse. Man kann da ein bisschen differenzieren zwischen den beiden. In dem Fall ist es jetzt ein echter Ertrag, also ich weiß wirklich, ich habe 599 € Gewinn gemacht. Gut, denkt ihr euch. Easy peasy lemon squeezy, aber nee, es kann ja auch passieren, dass wir Verlust machen. Nehmen wir doch mal an, dass die Maschine nicht zu 1 € Erinnerungswert in der Bilanz stand, sondern dass die noch, sagen wir mal, 650 € wert gewesen wäre. Dann hätte ich jetzt ja 50 € Verlust gemacht. Wie würde das dann aussehen? Wäre dann folgendermaßen. Das Gegenstück braucht ihr dann zu diesem Konto EAVG und zwar ist das das Konto VAVG und ist logischerweise kein Fünferkonto, sondern ein Sechserkonto, also ein Aufwandskonto. 6960 VAVG. Das heißt Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen. Und der Buchungssatz, der zweite, nur ändert sich dann folgendermaßen. Man nimmt wieder seinen Parkplatz her, nimmt also die 600 € auch wieder her in EAAV im Haben. Und jetzt kommt aber auf der Sollseite noch ein Konto dazu, und zwar eben diese 6960 VAVG. Und da schreibt man dann den Verlustbetrag rein. In dem Beispiel, das ich gerade erklärt habe, wären das 50 €. Dann hätten wir im ersten Sollkonto 600 stehen, im zweiten Sollkonto hätten wir 50 stehen und an 0700 Maschinen, da würden wir dann diese 650 reinschreiben, wenn das eben der Restbuchwert der Anlage gewesen wäre. Nur mal so als Beispiel, das hätte euch hier auch passieren können, dass wir beim Verkauf leider lang nicht das bekommen hätten für die Anlage, was sie noch laut Bilanz wert gewesen war. Ihr habt es geschafft. Zweite Aufgabe der 2019 Abschlussprüfung habt ihr mit mir zusammen gemacht. Ich danke euch dafür, dass ihr es angeschaut habt und ja, ich hoffe, wir können bald wieder in die Schule, denn Homeschooling sucks. So schön langsam. Ciao.